Hallo Leute, heute erzähle ich euch, wie ihr besser werden könnt und nicht immer stirbt, so wie in diesem Background-Video. Also, zuallererst müsst ihr, wenn ihr noch klein seid, erstmal euch auf die Suche machen nach Futter. Und wie macht man das? Man sucht große Gegner, Würmer, was auch immer, und dann wartet man, bis sie explodieren und sammelt als allererster das Futter ein, um als ein bisschen am Wachstum zu erlangen. Danach müsst ihr einfach nur, falls ihr schon ein bisschen geübter seid, euch vor ein paar Würmer stellen und versuchen auch noch deren Größen zu erhalten. Als zweiten Tipp habe ich für euch die Umkreisungstaktik. Bei dieser Taktik umkreist ihr einen kleineren Gegner, der nicht in der Lage ist zu flüchten, da er nicht genug Zeit hat, aus eurem, sag ich mal, Kreis zu entkommen, und ihr ihn dann so lange einsperrt, bis er von selbst aufgibt oder die Lage zu eng wird, um zu überleben und dabei stirbt. Aber passt dabei bloß auf, dass ihr nicht zu weit geht und immer, dass der Kopf von dem nicht in eurer Richtung ist, so dass er vor euch rennen kann. Also versucht immer so zu umkreisen, dass er nicht euch am Kopf trifft mit seinem Körper. Und ja, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr natürlich auch ein anderer euch umkreisen, weil ihr während der Umkreisung nicht gerade sehr viel Platz habt, um euch zu verteidigen. Und in dieser Situation solltet ihr einfach wegrennen und versuchen, wenn der Gegner dümmer ist und ihr Glück habt, dass der Gegner dann stirbt oder ihr er euch in Ruhe lässt. Und wenn ihr das gemacht habt und er stirbt zum Beispiel, habt ihr natürlich noch mehr Gewinn gemacht. Und ein bisschen Glück zählt auch dazu. So, als dritten Tipp würde ich euch empfehlen, falls ihr überhaupt ein Kadaver findet von einem größeren Wurm und ihr schon ein bisschen größer seid, nicht dass ihr es benötigt, einfach reinzurennen, würde ich euch dringend empfehlen, die Beute, sag ich mal, zu umkreisen, damit niemand anderes sie euch wegschnappen kann und ihr sie dann so leichter essen könnt. In Ruhe, entspannt und ohne gestört zu werden. Als nächsten Tipp für euch hätte ich, wenn ihr oft stirbt, nicht einfach aufgeben, Leute. Wenn ihr nämlich oft stirbt, dann spawnt ihr auch oft. Und manchmal hat man das große Glück gezogen und man spawnt in einer großen Menge an Futter und bekommt einen enormen Vorteil am Anfang der Runde. Also nicht gleich aufgeben, weitermachen und alles ist gut. Dann gibt's manchmal noch diese richtig geilen Momente, wo einfach alles super läuft. Das ist das gute Glück. Wenn ihr das habt, dann seid ihr fein raus. Falls ihr mal einen schönen Tag gehabt habt, spielt bei einer Runde Citerio. Da habt ihr bestimmt auch so Glück wie im Hintergrund. Und ja, einfach weiterspielen. Alles ist gut. Das Glück kommt, geht. Aber wenn ihr es habt, dann kommt ihr wahrscheinlich auch gut möglich auf die Rangliste. So, das wäre dann alles von diesem Tutorial. Hat es euch gefallen? Wisst ihr nun, wie Citerio funktioniert? Schreibt es in die Kommentare. Das würde mir echt Spaß machen, es durchzulesen und gucken, ob es euch gefallen hat und ob ihr besser geworden seid. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Golden Game.